Komm, ja, für die Klicks. Nein. Oh, das wird ja abgezogen von heute. Said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little moments, the bites you didn't catch me looking over your shoulder. Pferde-Nerds, wir sind euch noch eine Vorstellung schuldig. Die Kleine da. Ich habe euch ja auf Instagram gefragt, wer das wo ist. So, und ich habe interessante Antworten bekommen. Das ist Max' neues Pony. Das ist eigentlich eine Giraffe. Das ist eine Giraffe. Aber eine süße Giraffe. Ja. Ne, Mausi-Spausi? Ja, Lena ist kleine Quarterhorse-Stute. Ja. Ja. Wie alt ist sie? Ich glaube jetzt 18 Monate. 18 Monate. Noch so ein süßes Baby. Guck doch mal. Ziemlich niedlich. Ja, was erzählen wir noch zu ihr? Was denn erzählen? Weiß ich nicht. Sie ist am 1. April Pferd geboren. Ein kleiner April-Scherz. Bong! Das war sie nicht. Das war, glaube ich, an mich. Sicher? Ja, ich bin nicht sicher. Gegen gebollert, ey. Oh Mann. Sieht aus wie ein Kriegspony, weil sie ziemlich frech ist. Ja. Beziehungsweise sie ist so semi-frech, aber sie bleibt halt einfach immer stehen und ist so, ja mach halt, wenn du dich traust. Aber hey, die traut sich. Bist du das? Ja, snack da halt gerne rein ins Baby. Wir gucken einfach mal, die Pferde, die am wenigsten Wunden haben, sind dran schuld. Da am Bein ist was, guck. Ja, das war sie doch selber. Egal. Also ich glaube, wir haben den Übeltäter schon gefunden. Ne, Baby? Ja. Ja, Maus, Maus. Vielleicht haben es einige auch schon bemerkt. Sie hat ein kleines Manko, ne? Ja, sie hat es gerade selber gezeigt. Das hat man, glaube ich, gar nicht gesehen. Nicht? Ja. Nee, was hat sie denn? Ja, ich habe eine kleine Fehlstellung. Hier unten am Bein. Aber das wussten wir, alles gut. Ist ein bisschen schade, weil es wohl nichts Genetisches ist, sondern verpasste Behandlung. Hm. So frei nach dem Motto, es hätte halt nicht sein müssen, aber naja. Ja, aber wir haben ja die liebe Kirsa an unserer Seite und die hat gesagt, kriegen wir hin. Ne? Und wenn Kirsa sagt, kriegen wir hin, kriegen wir das hin. Ja, ihr habt ja schon einiges mitbekommen. Ich meine, damals Meldys Hufe, auch Dettys Hufe und so. Also, wenn Kirsa sagt, wir schaffen das, dann schaffen wir das. Aber was machst du die ganze Zeit mit ihr, damit das gut wird? Das, was ich am liebsten mache. Spazieren gehen! Nein, wir gehen auf festem Untergrund ganz viel spazieren. Ja. Damit sich das ein bisschen gerade zieht von diesem Draufsetzen. Ja. Genau. Baby! Genau, ganz viel spazieren gehen und gehen und gehen. Wir haben hier praktischerweise gleich so eine kleine Straße vor der Nase und da können wir halt immer schön langlaufen mit ihr. Ne? Und haben jetzt schon verschiedene Ponys immer mitgenommen, damit sie nicht so alleine ist und das nicht ganz so gruselig findet. Wer ist ihr Favorit? Hayley. Warum? Sie liebt Hayley, ich weiß es nicht. Hayley hasst sie, aber sie liebt Hayley. Es sind alle anderen sind auch okay, aber bei Hayley freut sie sich am meisten, wenn sie dabei ist. Ja, wir haben es auch mal mit Handpferd versucht mit Hayley, das war so semi-gut. Ja, das ging nicht super. Na, jetzt üben wir es gerade mit Jetty. Ja. Dass das demnächst irgendwann funktioniert, dass wir auch längere Touren machen können, als jetzt nur, ich sag mal, die Fußgehspazierzeit ist halt begrenzt in dem, wo ich drauf Lust habe, aber wir machen es trotzdem jeden Tag eine halbe Stunde. Aber dann kann man auch mal 2 Stunden ins Gelände. Mhm. Und ja, mehr ist mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Und da kann ich dazu ein kleines bisschen was erzählen, das mit dem Hufe geben war ein bisschen schwierig.
Das habe ich zum Glück nicht mitbekommen. Nicht so. Max war halt nicht da. Ich weiß gar nicht mehr, wo du warst. Keine Ahnung. Aber, ja, das erste Mal Hufe geben war sehr, sehr spannend. Also Hufe geben an sich war nicht schlimmer. Die Bearbeitung war so, oh mein Gott, nein, ich werde sterben. Ne, Baby? Ja, ja. Aber das üben wir auch ganz fleißig. Ne? Und wie sieht es mittlerweile aus? Ich traue mich noch gar nicht, das zu sagen, weil ich nicht jinxen will. Aber es ist viel besser. Es ist so viel besser. Ja. Mittlerweile. Also es war wirklich so, dass wenn du das Bein festgehalten hast, ne, dann ist sie halt einfach umgefallen. Eiskalt. Ich schmeiß mich jetzt hier auf den Boden. Auf die Kapalgelenke. Das Einzige, was ich nicht will. Ja, naja. Das wäre halt doof. Deswegen haben wir das nochmal Babysteps von vorne angefangen. So richtig alte Schule mit Seil und erstmal überhaupt nur den Huf geben. Ein bisschen. Und naja, mittlerweile ist das ganz cool. So, also, wir haben jetzt noch 2 Wochen bis zur nächsten Bearbeitung. Und bis dahin sitzt es hoffentlich. Ja. Also ich bin da guter Dinge. Schreibt es mal in die Kommentare, was meint ihr? Schaffen wir das in 2 Wochen? Kein Stress. Ja. Ah, ja, süße Maus. Ja, mit dem auf das Handpferde ausreiten, da freue ich mich schon richtig drauf. Aber ne? Das müssen wir auf jeden Fall noch üben. Ja, auf jeden Fall. Aber so sehen die Anfänge halt aus, ne? Wenn man so unterwegs ist mit den Mäusen. Das ist ja auch voll okay. Also ich meine, die ist quasi wirklich roh, 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 roh gewesen. Die kannte so ein bisschen, ja, half da, okay, und ich laufe mal mit am Strick, weil Mama geht ja auch gerade dahin. Wir haben die quasi eingepackt vor einem Monat. Wie lange stehst du denn jetzt schon hier? Ich glaube, einen Monat circa. Kursa war ja schon 2-mal da, gell? 2-mal. Also ja, so, ja, so 4, 5 Wochen. Ja, anderthalb Monate. Keine Ahnung. Ja. Aber wir haben sie quasi von der Wiese, von der Mama, von der Herde weggenommen und jetzt ist sie hier. Und sie so, scheiße, was passiert hier? Ist halt viel für so ein kleines, ne? Aber wird schon. Ja, es hat sie super gemacht für ihre 18 Monate, 17 Monate damals noch. Ja, ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie jetzt auch mit in die Kommentare. Ihr könnt Max übrigens auch auf Instagram folgen. Da, schaut unbedingt mal vorbei. Da gibt es auf jeden Fall auch immer mal ganz süße Fotos und Videos von der Kleinen, unter anderem. Also nicht vergessen, immer mal vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!